Und dann sitzt er im Raum und die Frau sagt, du hast Krebs. Oh mein Gott, ich werde den Typen sofort ein... Dann geht's ihm bestimmt besser. Und dann sitzt er im Raum und die Frau sagt, du hast Krebs. Oh mein Gott, ich werde den Typen sofort ein... So eine schöne Frau. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vor einer Woche, Leute, habe ich das Video hochgeladen, wo ich euch von meiner Krankheit, also meiner damaligen Krankheit Krebs erzählt habe. Danke erstmal für das dicke Feedback und für die haufenweise Kommentare, also die Reaktion auf das Video. Freue mich, dass die persönlichen Videos so ein bisschen mit den Essensvideos auch mithalten können. Das freut mich auf jeden Fall. Das gibt mir als Creator die Möglichkeit, meinen Kanal ein bisschen weiter auszuweiten. Vor allem mag ich auch einfach meine Persönlichkeit auf YouTube zu präsentieren, weil ich eigentlich ganz zufrieden mit mir bin. Im heutigen Video wollte ich einmal auf die Reaktion angeben, die auf das Video kam, also sprich eure Kommentare, weil da kamen wirklich extrem viele Aussagen, aber auch viele Fragen, wie es mit der Krankheit jetzt weitergeht, was da passiert ist. Natürlich habe ich euch nicht alles erzählt. Suchen wir erstmal die erste Frage. Wo hat die sich denn versteckt? Hier vielleicht? Du Armer, zum Glück hast du es überlebt. Du Armer, du tust mir aber leid. So welche Kommentare habe ich öfters mal gelesen und ich sage euch so, klar, ich weiß, die Menschen hinter diesen Kommentarschreiben meinen das bestimmt gar nicht böse. Aber ich sag euch ganz ehrlich, so Mitleid brauche ich wirklich nicht. Was ich mit dem Video vermitteln wollte, ist nicht, dass ihr sagt, oh, der arme Evanio, sondern dass ihr mich vielleicht besser als Menschen versteht, beziehungsweise einfach was Positives draus zieht oder eine Sache rauszieht für euch. Zum Beispiel, ey, der Kummer ist der Typ durchgemacht und trotzdem hat er mal durchgezogen. Das solltet ihr mit rausnehmen oder ein Verständnis für meine Situation haben und nicht, ah, der Arme und, Digga, nicht böse gemeint, ich brauche kein Mitleid. Da gibt es ein ganz passendes Zitat mit irgendwie Mitleid wird hinterhergeworfen und Schwänze nicht. So gut wie jeder Junge auf mich stand. Passend zu dieser Mitleidsscheiße ist mir eine Sache noch eingefallen und das war eine Story mit einem Mädchen. Und ich weiß noch, als ich krank wurde, habe ich mir diesem Mädchen echt viel geschrieben. So, ja, wenn ich wieder gesund bin, dann treffen wir uns und, ihr wisst schon, ne? Und klar, das Mädchen hätte schlecht sagen können, ja, nee, verpiss dich, du dicker Krebsjunge, ich will nichts von dir. Aber das Ding ist halt, sie hat mich angeschrieben ständig und hat mir so gesagt, die Hoffnung gemacht, dass mit uns beiden was laufen kann, wenn ich wieder gesund bin. Und als ich dann wieder gesund war, als ich sie zum ersten Mal dann gesehen habe, war sie natürlich erstmal voll auf Ablehnungskurs, weil Alter, ich bin richtig fett geworden. Ihr kennt das Bild ja mittlerweile. Aber irgendwie habe ich es trotzdem geschafft, mit ihr ein Treffen hinzukriegen. Und bei diesem Treffen erzählt sie mir dann so, ja, ich stehe schon seit längerem auf einen anderen Typen. Warum triffst du dich damit mir und hältst mich monatelang an der Stange? Aber ich nehme jetzt gar nicht das so krass übel. Eine andere war aber noch schlimmer, weil da gab es noch ein zweites Mädchen. Und die, wow. Ich weiß noch, wir hatten gar nicht immer so viel Kontakt, aber plötzlich schreit sie mir so, ja, ich vermisse dich und wäre wieder schön, wenn du wieder da wärst. Und dann komme ich zurück, bin gesund und die guckt mich nicht mal mit dem Arsch an. Ey, was ist denn das für eine Pfeife gewesen? Ja, guck, an sich ist, ich kann es verstehen, wenn jemand krank ist, da will man ihm vielleicht Hoffnung geben und so fort. Aber das ist doch einfach falsch und scheiße, Mann. Das war echt so uncool, ne? Aber in dem Sinne trotzdem scheiße ich halt drauf, weil ist ja egal. So, ich bin gesund, das habe ich am glücklichsten gemacht, aber trotzdem war es einfach eine unnötige Aktion von denen. Ich bin auch krank, ich habe Lymphknoten am Hals. Diese Krebsart hat gefühlt 2% der Menschheit. Ich musste 3 Jahre lang im Krankenhaus leben und bin jetzt seit einem halben Jahr wieder zu Hause. Deine Videos haben immer wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, danke dafür. Kuss an dich, bleib so wie du bist. Ich kriege auf Instagram ja wirklich viele Nachrichten und nach meinem Video habe ich auch echt einige von solchen Nachrichten bekommen. So, ja, ich hatte auch Krebs und hey, mein Bruder hatte Krebs und. Ich muss sagen, Alter, krass auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen in meiner Community auch so mit dieser Krankheit auseinandersetzen müssen. Klar, ich habe viele Kinder auch gesehen, die Krebs hatten, aber ich dachte nicht, so einige in meiner Community auch dabei sind. Das Geile ist aber, dass ich diesen Leuten irgendwo ein bisschen was zurückgeben kann. Meine Art und meine Fresse. Meine Banani! Du hattest ja Krebs, aber trotzdem bist du echt lebensfroh. Klar bin ich lebensfroh, Alter. Das Leben ist doch einfach nur wunderschön, dass ich hier gerade im Park rumgehen kann. Die frische Luft genießen kann. Ich liebe es einfach, klar. Wenn ich so ein Video hochlade, wie so ein Real Talk Video, wo ich über meinen Krebs rede, oder wie jetzt das Video, wo ihr vielleicht für eine Sekunde über euer Leben nachdenkt, dann denkt so, ja, hat schon recht. Probiert einfach mal wirklich das Leben ein bisschen zu verinnerlichen, also wirklich das zu genießen, das zu schätzen, dass ihr einfach auf der Erde sein dürft. Müsst euch mal reinziehen, dass ihr das Spermium seid, das bei eurem Daddy und eurer Mutter gegangen ist. Digga, wie wahrscheinlich war das bitte? Wenn man über solche Sachen nachdenkt, merkt man erstmal, wie glücklich man sein sollte, überhaupt leben zu dürfen. Dann noch in Deutschland und dann noch gesund. Einfach nur geil. Super geil. Welchen Krebs hattest du eigentlich? Ich hatte eine Krebsart, die ist leider häufiger bekannt und die hat fast jeder Fünfte in Deutschland und zwar Arschkrebs. Oh nein! In Wirklichkeit hatte ich Non-Hodgkin. Sagt euch wahrscheinlich gar nichts und hört sich echt an wie so ein Karate-Move. Wie man bei diesem Bild hier halt sehen kann, liegt das so ungefähr neben der Lunge, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber es ist halt kein Lungenkrebs, weil Lungenkrebs dann doch ein bisschen noch brutaler. Es ist halt eine bestimmte Art von Lymphknotenkrebs. Natürlich steht natürlich eine seltene Krebserkrankung. Ja, natürlich kriege ich natürlich die richtig schön seltene. Ihr wisst ja, dass ich im 4. Stadion war und das echt krass hier steht, dass im 1. und 2. Stadion die Überlebenschance gut ist, aber ich war im 4. Krass, Mann. Wenn man sich so vor die Augen fühlt, dass man echt das überlebt hat. Brutal, Digi. Mein Bruder hatte 2012 auch Krebs. Ich wünschte das keinem. Er hat leider jetzt wieder Leukämie bekommen. Wow, das ist einfach nur scheiße, Alter. Vor allem, weil er den Krebs besiegt hat, dieser erleichternde Gefühl hatte und so, ja, er konnte wieder ins Leben treten. Und dann kommt er echt zurück, Alter. Das ist richtig scheiße, Mann. Hoffentlich wird da alles wieder gut und er schafft es zum zweiten Mal, die Scheiße zu besiegen. Vielleicht interessiert sich einige von euch so, hey, wie wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit bei dir, Evanio, dass es wieder zurückkommt? Das Ding ist, bei meiner Krebsart ist es halt so, man hat in Studien gesehen, dass innerhalb von 5 Jahren der Krebs höchstwahrscheinlich zurückkommt. Wenn man diese 5 Jahre überstanden hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering. Und ich bin über die 5 Jahre jetzt hinweg, hatte eigentlich nie Probleme. Deswegen sieht es bei mir eigentlich ziemlich gut aus, was das angeht. Krebs wünsche ich nicht bei meinem schlimmsten Feind. Ah, puh,
da gibt's schon so jemanden. Du meinst doch nicht etwa mich, Evanjo? Ach, sie doch nicht, Herr Hurensohn. Sie haben das Leben ja nur extrem versperrt und alles schlimmer gemacht und mein Leben extrem terrorisiert. Ich hab das doch nur getan, weil ich dich liebe. Ich liebe sie. So, Leute, spontan sowas gefunden hier. Ja, mit Kamera, Alter, das geht doch schief, Mann. Oh mein Gott, mit einer Hand. Wo du noch Krebs hattest, hast du gedacht, wie würde meine Familie sein, wenn ich tot wäre? Ich finde, dieser Grundgedanke dahinter ist halt mega krank. Wenn wir jetzt abkratzen, ne, oder du oder ich, dann dreht sich ja die Zeit weiter, die Erde dreht sich weiter und es geht ganz normal weiter, als ob auf dich komplett geschissen ist. Und das finde ich halt mega krank, Mann. Alter. Ich finde dich zwar nicht lustig, mag dich aber, bist sehr sympathisch, guter Junge, weiter so. Hä? Mein Onkel war auch an Krebs erkrankt. Leider hat er es nicht überlebt, aber schön, dass die Medizin mittlerweile so weit ist, dass auch Menschen im vierten Stadium eine Überlebenschance haben. Das mit meinem Onkel tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du kannst das Beste, was er dir gegeben hat, einfach mitnehmen für dein Leben. Allerdings finde ich eine Sache extrem komisch an der Medizin. Diese Pharmaindustrie will ja eigentlich an sich nur Geld verdienen, sage ich euch, Leute. Und Chemotherapien, also mit denen man Krebs halt heilen kann, bringen richtig Cash. Oh! Saftig, schmachtig, köstlich, oh mein Gott! Allerdings sind sie richtig zerstörerisch auch für den Körper. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, es gibt andere Wege, Krebs zu heilen. Allerdings würden die damit nicht so viel Geld machen. Deswegen probieren sie euch mit Chemotherapien echt abzuziehen. Das finde ich unfassbar asozial. Klar, die Therapie wirkt und rettet auch Menschenleben, wie es bei mir zu sehen ist. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch andere Methoden gibt, würden die damit nicht so viel Geld machen. Und natürlich machen sie es da nicht, ne? Was hättest du dir gewünscht bei dieser Wünsch-Dir-Was-Stiftung? In meinem Video habe ich erzählt, dass das so eine Organisation war, die Wünsche erfüllt. Dafür gewähre ich euch drei Wünsche. Sagen wir fünf. Und boah, Alter, ich habe noch nie so wirklich drüber nachgedacht, aber lass mich mal überlegen. Ja? Ja? Vier höchst. Drei. Ich habe einfach wirklich nie ernsthaft darüber nachgedacht. Aber wir machen es einfach so. Stellt euch mal vor, ihr seid ein dicker, glatzköpfiger Krebsjunge. Was hättet ihr euch zu dem Zeitpunkt gewünscht, wenn ihr euch so ein bisschen durch reinversetzen könntet, die Situation? Schreibt mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was für Kommentare daraus kommen. War letztens auch im UK wegen einer Alkoholvergiftung. Lul. Alter, ich weiß, was du meinst, Mann. Hier stand zwar Wasser drauf, aber irgendwie knallt das übel rein, Mann. Mein Vater ist seit 2 Jahren an Krebs erkrankt und äußert öfter seine Gedanken, sich das Leben zu nehmen. Das ziehe ich natürlich mega runter, Alter, wenn der eigene Vater sowas sagt, aber das wirklich riesige Problem ist einfach, ne? Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr in so einer negativen Stimmung seid und alles irgendwie scheiße ist, alles geht den Bach runter, dann bist du in diesem Loch gefangen. Wirklich dieses Loch, wo du denkst, ach, alles ist kacke. Und das ist mega schwer, wirklich das Seil da runter zu werfen und die Menschen aus dem Loch da zu holen. Deswegen, da sollte man sich wirklich, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen krass anhört, einfach mal professionelle Hilfe suchen. Weil es gibt Leute, die sind dafür ausgebildet, wirklich diese Leute aus diesem scheiß Loch zu holen. Ich habe es ohne das geschafft, weil ich einfach viel mit meiner Schwester reden konnte, sehr gute Freunde hatte und ich habe mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, so dass ich einfach gemerkt habe, worauf es wirklich im Leben ankommt, was mich glücklich macht und so, dass ich gemerkt habe, Digga, in diesem Loch zu stecken, das bringt doch nichts. Das bringt dich auch nicht weiter. Du hast ein Leben, nutze es und anstatt ständig in so einem Loch zu hocken, geh raus und leb das Leben. Nach diesem Video weiß ich, dass man das Leben niemals aufgeben sollte. Natürlich ist das die Standardfloskel zu sagen, niemals aufgeben, Leute. Aber es ist halt wirklich so, Mann. Ohne Scheiß, klar, du kannst auch mal heulen, du kannst auch mal Downphasen haben und alles kann auch mal scheiße sein. Aber probier wirklich immer wieder aufzustehen. Probier wirklich aus diesem einen Leben, was dir geschenkt worden ist, das Beste draus zu machen, deine Ziele zu verfolgen, deine Träume wahrzumachen. Alter, Digga, du hast doch nur das eine Leben. Du hast die eine Chance. Nutz sie. Tu was dafür. Und erreich das, was mehr wert ist als alles andere auf der Welt. Glücklich sein. Oh, das war jetzt richtig episch. Oh, geil. Früher, als ich ein Kind war, wollte ich immer auf diesem Klettergerüst hier so ein Salto machen. Und wisst ihr was? Jetzt machen wir das mal. 1, 2, 3. Ich muss mich waschen. Wow! Dieses Video hat mich jetzt irgendwie geflasht. Wow! Wie du dich weiterentwickelt hast, absolut faszinierend. Man kann es eigentlich schon ganz gut beobachten, wie ich mich halt körperlich verändert habe, aber auch was den Charakter einfach angeht. Und das ist nicht unbedingt was Negatives. Ja, Veränderung kann auch was Gutes sein, liebe Leute. Ich weiß, man hat immer so Angst für Veränderung. Zum Beispiel, dass das Jerry mittlerweile nicht mehr 6 Euro, sondern 7 Euro kostet. Das ist doch mal fair. Nein, Spaß. Es kostet immer noch 6 Euro. Damals zum Beispiel habe ich mal Schule gewechselt und ich dachte mir, oh scheiße, Mann. Veränderung, neue Schule, neue Leute. Nein. Natürlich, unser Gehirn redet uns ein, dass wir Angst haben, eine neue Situation. Aber ich sag euch, das war die beste Schule, auf der ich jemals war, Alter. Und deswegen sollte man Veränderungen nicht immer gleich so negativ sehen, sondern einfach mit offenen Armen sie begrüßen. Und wenn sie scheiße ist, okay, gut, du hast jetzt mal wieder geschafft, hier aus der Komfortzone rauszukämpfen und das ist doch irgendwie was Positives. Son Goku ist wegen dem Herzvirus gestorben in Dragon Ball Z. Evan überlebt Krebs 4. Grades. Das heißt, du bist stärker als Son Goku? Wenn man das so sieht, heißt das doch, wenn Montana Black es geschafft hat, gegen den Drogenkampf zu gewinnen, dann schaffe ich dieses Glücksrad zu vermöbeln.
Okay. Hey, schön, dass du noch am Leben bist, mein Freund. Puh, da werde ich jetzt ganz rot. Sowas zu lesen ist wirklich extrem cool, Alter. Weil freut man sich einfach, ne? Wenn Leute halt wirklich einen wertschätzen. Aber euren Support, den schätze ich extrem wert. Wirklich dieser tägliche Klick, den ihr mir da immer auf meine Videos gibt, das schätze ich extrem. Ich schätze jeden einzelnen von euch, weil dank euch komme ich meinen Traum immer näher und muss nicht zu einer gefuckten Ausbildung, wo ich extrem unglücklich wahrscheinlich wäre. Deswegen wirklich danke für euren Support. Danke für die ganzen Reaktionen auf dem Video, euren tagtäglichen Support und dass ihr Teil meines Lebens seid. Lasst ein Like auf dem Video da und ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr Bock habt. Das war's jetzt mit dem Video, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.